Weiter geht's in Part 5 unseres Half-Life 1 Let's Plays. Nachdem ich letzte Mal nicht weiter gewusst habe, wie ich denn die Track Power hier eingeschaltet bekomme, habe ich mich nochmal in Phils Videos schlau gemacht, in Strangers Videos. Er stand genau vor dem gleichen Problem und hat circa 10 Minuten lang suchen müssen, genauso wie ich letzte Folge hin und her geirrt bin. Und die ganze Geschichte ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen nämlich hier. Los hier rein. Ah, wir werden gejagt. Ah, hier den Schalter umlegen. Und wenn ich jetzt nicht so gefehlt hätte, würde sogar das lustige Viech jetzt sterben. Das hatte der Film nicht geschafft. Aber da ich jetzt gesehen habe, dass das funktioniert, ist das natürlich unser Ziel. Jetzt habe ich schon vergessen, wie viele Tote ich hatte. Das hier war jetzt gerade, glaube ich, Tod Nummer 12, wenn ich mich nicht irre. Oder 13? Eieiei. Ah, scheiße. Aha, wir haben es überlebt. Und das Viech hat es nicht überlebt. Vielleicht zwei wichtige Punkte geschafft. Sehr schön. Hab zwar wieder einen weiteren Tod auf meine Strichliste, die ich gerade noch nicht führe, gebracht. Aber vielleicht habe ich ja die Muße, das nochmal rein zu editieren, wie in den letzten beiden Videos. Ja, du magst nicht mit mir reden. Ach, das steht noch richtig rum. Dann stellen wir die Bahn mal auf das kleine Stück hier. Können jetzt mit Hilfe des Hebels wieder die Plattform drehen. Und dann kann es auch schon losgehen. Vollgas ist voraus. Bombs. Auch diese ganze Animation, wenn Sachen kaputt gehen. Ein Traum. Freeman, I've been waiting for you. One of your scientist pals said to give you a message. You're supposed to take this old rail system up to some kind of satellite delivery rocket. I don't know where it is exactly, and the old guy was so worried about getting out of here alive, he didn't tell me. Main thing is, the military aborted the launch, so when you do find the rocket, you'll have to get up to the control room and launch it yourself. He said something about a Lambda team needing the satellite in orbit if they were ever going to clean up this mess. Alles klar. Machen wir hier nochmal eben die Viecher vorher weg. So. Ui, im Wasser. Na gut. Ich hätte jetzt gedacht, da hat sich was hin teleportiert, aber das war wohl nicht der Fall. Wir sollten die Bahn hier auf jeden Fall nicht verlassen. Ansonsten kriegen wir Stromschläge im Wasser. Ja. Was noch Energie? Ich
Ich wüsste jetzt zu gern, was sich da hinten noch befindet. Ich habe jetzt gedacht, das wäre jetzt noch ein Teil von einem Rätsel oder sowas, aber dann fahren wir halt eben rückwärts. Okay. Speichern wir mal eben, weil ich sonst sowieso gleich wieder in die... Ah, okay. Hier gibt es ja bestimmt wieder irgendwas umsonst. Leuchtet die denn so komisch oder liegt das nur in der Beleuchtung des Raums? Ja, braucht auch nur 4 Schuss. Aua. Ah, cool, Satchel Charges. Hier geht's nicht weiter. Obwohl. Nee, passiert nichts. Na gut. Schalter benutzen können, ne? Nun gut, was soll's. Und wo geht's hier hin? Nirgends Tolles hin, oder? Kommen hier irgendwann noch andere Gegnertypen, oder? Könnte ja die Event oder sowas sein. Ach, scheinbar war es das aber schon. Okay. Dann gehen wir weiter. Na, komme ich hier auch noch raus? Nur da vorne bei der Treppe raus. Na gut, hilft ja nix. Mann, du.
So wären wir auch hier hingekommen. Na gut. Dann fahren wir geradeaus. Sehr gut. Ah. Die ganzen Energieansagen sehr leise. Ich könnte die mal versuchen, einen Tacken lauter zu machen. Audio. Ah, so. Das heißt, da müssen wir dann gleich mal lang. Diesmal haben wir uns auch rechtzeitig geduckt. Halt. Das mit dem Hoch auf die Granaten nehme ich, glaube ich, zurück. Zumindest zum Teil. Nicht schon wieder. Ja. So viel dazu. Ich spare mir den Kommentar. Weißt du, was ich jetzt mache? Speicher auf halber Höhe. Ha!
jetzt speichere ich nochmal. Ich kenne mich doch. Also. Ich hab's gerade mehrfach ohne Speichern versucht. Das reicht jetzt. Man da rüberkommt? Ja, aber da ist nichts. Na gut. Hält's nochmal voll, ausnahmsweise mal. Hat ja auch kaum mehrere Versuche gebraucht. Dann fahren wir mal weiter, wa? Fehlt da zeitweise eine Bodentextur. Naja, kann ja auch passieren. Ja, renn noch an mir vorbei. Ja. Schreibt mich nicht so. Nee, wir gehen erstmal hier oben weiter. Mal schauen, wo uns das hier noch so hinschlägt. Ja, was wolltest du sagen? Der hat auch einen blauen Laser an seinem Fuß. Da ist doch irgendwas nicht gesund bei denen. Aber hier geht's nicht weiter. Dann gehen wir wieder zurück zum Zug. Oh. Gut, ich glaube, dass der eine Laserstrahl ziemlich buggy ist, aber die anderen beiden haben ihre Daseinsberechtigung. Irgendwie habe ich gerade ein paar lustige Grafikfehler. Naja, lassen wir uns mal noch nicht so von beunruhigen. Jetzt nehmen wir das Felspack noch mit. Da ist nichts runter. Gehen wir auch noch mit. Gucken. Ach, da waren wir gerade. Ah, ne, warte mal. Da ist noch einer. Und mal gucken, ob dieser Seite noch was Schönes gibt. Oh ja. Das ist doch schön. Die Treppe gucken, da ist nichts. Oh, noch eben Kisten kaputt. Hat sich doch schon gelohnt. Tja, naja. Ah,
Da ist er wieder, der Buggy-Strahl. Ah, hier waren wir bereits. Sehr praktisch. Mal eben die Munition noch mitnehmen. Tut mir leid, dass ich den Rücken schießen muss, aber. Ah, wir haben noch einen weiteren Überlebenden. Hat sich hier etwas verschanzt. Ich habe da gerade was gefunden. Das ist doch ein schönes Update. Nicht rein, wa? Surrender, Freeman. Nö, der Mini dran. Kannst nicht mal. So, da sind wieder. Dann wieder zu. Ach nee, das müssen wir irgendwie aufkriegen, ne? Wie kriegen wir das denn auf? Kann man das aufkriegen? Das macht nicht den Anstand, als ginge es hier mit Bahn weiter, obwohl. Oh, wahrscheinlich eher nicht, ja. Ne, hier ist eh Ende. Was auch wer? Ne, na gut. Dinge, die was aktivieren. Trevor. Die wollen wir nicht aktivieren, die machen bloß wieder irgendwelche blöden Turrets an. Genau, die da. Versorgen wollen wir uns schon, ne? So. Noch nicht. Also, wie man es nimmt, ich war schon öfters tot, aber. Aktuell lebe ich wieder. Das muss an diesem tollen Anzug liegen, dass ich immer wieder lebe.
Wow. Ich wollte mich gerade ducken. Ach, jetzt starten wir wieder von hier aus. Ja, den Part hier machen wir auch nochmal. Wunderbar, alles mitnehmen. Haben wir auch schon gesehen. Ist sonst noch irgendwie was? Nee. Sprechen wir jetzt nochmal eben. Wahrscheinlich gleich schon wieder da. Vielleicht muss ich mich hier hinter ducken, wa? Mal ausprobieren, ob wir damit weiterkommen. Ich darf das Ding nicht benutzen. Gemeinheit. So, das wird jetzt ein bisschen exzessiv mit dem Speichern, aber. Ups, da wollen wir nicht reinfahren. Ah, hier haben wir noch eine Mauer. Okay. Eigentlich 4 ging und man sieht nur 3 oder wie das funktioniert. Kann man die eigentlich kaputt machen? Oh, ist wohl nichts drin. Lassen wir das. Da will ich gleich noch hin. Oh. Dann will ich da jetzt hin. Flatsch. Oh, drei Headshots brauchen sie. Das ist wesentlich munitionssparender, wenn man einfach alles mit Headshots hier killt, hä? Ja gut, das ist ja immer so, aber... Ah, dann müssen wir jetzt die andere Bahn nehmen. Na gut. Bahnwechsel. Naja, wo auch immer. Dann fahren wir doch mal weiter. Ah, ich wollte doch springen. Dass ich alleine bin.
Jetzt aber kann nicht sein, dass er hier mir da komplett widersteht. Noch ein bisschen Energie für mich. Ein HEV-Suit ist nur noch halb. Oh. Okay, das ist eine relativ ineffektive Methode, Leute zu bekämpfen. Und wobei hat mir auch nur 20 Energie gekostet. Das hält sich sogar noch an Grenzen. Und wieder so ein Ding, wo man nicht reinkommt, hä? Naja. Das haben wir voll. Ups. Ah, ich bin auch pfiffig. Egal. Pfiffig. Zwei schicke Rucksäcke. So, jetzt haben wir zwei Wege und diese beiden Wege werden wir im nächsten Part, in Part 6 ist das dann, ja, mal erkundschaften. Bis dahin.